Dies ist die Geschichte unserer Produzentin Lauren McLemore, ihrer Sims und deren Reisen in die Zukunft und zurück. Das ist Ethan, ein Musikliebhaber, der mit einem grünen Daumen geboren wurde. Lily ist Bob-Fan, ein neues Merkmal. Und sie hat einen einzigen großen Traum. Lily möchte einen echten Roboter bauen. Und dann ist da noch Drake, ein richtiger Einzelgänger, der mit dem Merkmal labil geboren wurde. Diesem Hacker geht nichts über leicht verdiente Simoleons. Aber was ist das? Das ist kein Gartenzwerg. Das ist der Zeitreisende Emmett Relevard. Er hat Ethan den Zeitalmanach gegeben. Der Zeitalmanach verzeichnet den Fortschritt deiner Sims, während sie an ihrem Vermächtnis arbeiten, ihre Nachfahren kennenlernen und das Leben der Zukunft erkunden. Das ist die Heimatbasis. Sims können hier leben oder ihr eigenes Traumhaus aus der Zukunft erwerben. Aber Lauren ist jetzt bereit, die neue Welt von Oasis Landing zu erkunden. Es ist Zeit, der Galerie einen Besuch abzustatten, in der Sims Mode und Geräte der Zukunft kaufen können. Das ist der Plumbot-Handel. Hier gibt es alles rund um Plumbots. Lily ist im Himmel. Drake scheint einen ausgeprägten Geschmack für die Kochkunst der Zukunft zu entwickeln. Und Musikliebhaber Ethan hat die Musik von morgen entdeckt. Er entpuppt sich als Naturtalent am Laser-Rhythmusapparat. Diese neuen Anblicke haben Lauren inspiriert. Sie möchte ihren Sims ein Haus in Oasis Landing bauen. Lauren hat Ethan einen Garten angelegt. Im Haus. Drake gewöhnt sich schnell an die neue Technologie. Langsam, aber sicher hat er seine Spitzentechnologiefähigkeit aufgebaut. Und für Lily hat Lauren natürlich die neue Bot-Werkstatt eingerichtet. Einen Plumbot zu erstellen erfordert mehr als nur Zeit und Fähigkeiten. Für fortgeschrittene Plumbots braucht man Merkmalchips. Und für Merkmalchips braucht man Materialien. Diese Materialien zu sammeln ist eine perfekte Aufgabe für Ethan und Drake. Beide finden Gefallen an den neuen Transportmitteln der Zukunft. Und Ethan macht eine Monorail-Fahrt. Er ist auf dem Weg in die Einöde. Die Einöde scheint auf jeden Fall ein paar Geheimnisse zu bergen. Wow, was wohl hinter dieser Tür sein mag? Drake ist an den Stadtrand geschwebt, wo sich das Leben der Zukunft etwas einfacher gestaltet. Hier möchte er seine Nachfahren treffen. Sie begrüßen ihn mit offenen Armen und erzählen ihm die Geschichte ihrer Herkunft. Sims der Gegenwart können Einfluss auf ihre Nachfahren nehmen. Wohlhabende Sims haben auch wohlhabende Nachfahren. Vielleicht kann Drake ihr Leben verbessern. Ethan ist mit den von Lily benötigten Materialien nach Hause zurückgekehrt. Und Lauren kann jetzt einen Plumbot erstellen. Erstelle ein Plumbot ist wie erstelle einen Sim. Ah, sie hat Lillys Traum-Plumbot erschaffen. Plumbots können mit Merkmalchips ausgestattet werden. Damit können sie die Lieblingsgerichte deiner Sims kochen, ihre Häuser sauber halten, sie zum Lachen bringen und Plumbots können sogar lieben. Lauren hat einen Plumbot für Ethan gemacht. Dieser Plumbot hat das Merkmal Musikmaschine. Sieht aus, als hätte Ethan jemanden zum Jam gefunden. Aber dieser Bot hat noch mehr Merkmale zu bieten. Dieser Plumbot ist Robotaniker. Nachdem sein Garten nun versorgt ist, kann Ethan sich in die Traumhülle zurückziehen. Er hat sie so programmiert, dass er von Reichtum träumen kann. Lauren hat auch einen Traum. Sie möchte die Zukunft verändern. Dem Zeitalmanach zufolge, den ihre Sims mit zurück in die Gegenwart gebracht haben, kann sie eine finstere, dystopische Zukunft auslösen. Emmett erklärt Drake, dass er, um die Zukunft zu verändern, die Sims von Sunset Valley davon überzeugen muss, dass das Ende ihrer Welt naht. Wenn er bei den Sims der Gegenwart wachsende Gleichgültigkeit hervorruft, interessieren sie sich nicht mehr für die Zukunft. Und wie überzeugt man die heutigen Sims am schnellsten, dass das Ende der Welt bevorsteht? Mit Meteoritenschauer natürlich. Und dafür hat Drake genau das richtige Werkzeug. Huch! Oasis Landing hat sich aber wirklich verändert. Umweltverschmutzung? Ein dreieugiger Fisch? Sims, die Käfer essen? Auch wenn es hier Schätze und seltene Edelsteine zu entdecken gibt, ist Lauren diese Zukunft doch etwas zu düster. Also zurück in die Gegenwart.
Um eine utopische Zukunft zu erschaffen, muss ganz Sunset Valley mit Lachen und guter Laune erfüllt werden. Emmett hat Ethan gebeten, Daten über die Lachmuster der Sims zu sammeln. Mit Hilfe dieser Daten hat Emmett einen glibbrigen Tau gebraut, mit dem sich gute Laune versprühen lässt. Aber um die Zukunft zu verändern, ist eine Aktion militärischen Ausmaßes erforderlich. Diese gute Laune muss in der gesamten Atmosphäre verteilt werden. Diese Zukunft sieht schon deutlich besser aus. Ansteckende Tänze, spontane Selbstumarmungen und Blumen, die süße Seligkeit verbreiten. An diese Zukunft könnte Lauren sich gewöhnen. Drake ist wieder komplett nach Sunset Valley zurückgekehrt. Er arbeitet hart daran, das Leben seiner Nachfahren zu verbessern. Während Ethan die Sims von heute mit der Musik von morgen bekannt macht. Offenbar hinterlässt er damit Eindruck. In der Zukunft wird er mit dieser Statue geehrt. Und für Lily hat Lauren ein sesshaftes Leben voller Plumbots in Oasis Landing vorgesehen. Reise mit deinen Sims in die Zukunft und zurück mit Die Sims 3 Into the Future.